Wir befinden uns hoch über Voitsberg in Arnstein mit herrlichem Ausblick in die Südweststeiermark, einer wunderschönen Hügellandschaft. Wir sind auf dem Weg zum Ausflugsgasthaus Breschan, einem steirischen Dorfwirt, um Einkehr zu halten. Essen, trinken, lachen, philosophieren, verkosten, erleben und vor allem genießen. Das ist der Leitsatz im Hause Breschan. Unsere Sonnenterrasse mit 40 Sitzplätzen lädt zum Verweilen und Speisen in gemütlicher Atmosphäre ein. Als Genussplatzerl könnte man den Schankraum bezeichnen. Gemütliches Zusammensitzen am Stammtisch, bei einer Kartenrunde oder einem Frühschoppenbier an der Theke. Das zeichnet die steirischen Dorfwirte aus. Durch das stimmige Ambiente in den beiden Gasträumen fühlt man sich einfach wohl und es ist bestens für alle Familienfeiern und Betriebsfestivitäten geeignet. Feierlich gedeckt zu jedem Anlass, um Ihrem Fest den richtigen Rahmen zu verleihen. Hervorragende Weine von steirischen Top-Winzern sowie genussvolle Edelbrände aus der Region tragen dazu bei, Ihren Besuch im Ausflugsgasthaus Breschan zu rechtfertigen. Breschans Kostbarkeiten kommen aus der Küche. Ein weiteres Highlight beim steirischen Dorfwirt ist die ausgezeichnete Küche. Ein Garant für Gaumenfreude der Extraklasse, hoch über Voitsberg. Für die kleinen Gäste unseres Hauses bieten wir ein Spielparadies zum Austoben mit Röhrenrutsche und vielem, vielem mehr. Die MTP Arena, ein kleiner, aber feiner Cross-Country-Rundkurs direkt hinter dem Gasthaus Breschan, sollte für jeden Mountainbiker eine Herausforderung sein. Eine sportliche Runde mit einem genussvollen Abschluss im Gasthaus Breschan. Herz, was willst du mehr? Eng verbunden ist das Gasthaus Breschan mit Kultur und Brauchtum. So wird die Kräutersegnung schon seit Generationen hier beim steirischen Dorfwirt durchgeführt. Viele verschiedene Kräuter werden zu Büscheln gebunden und dann nach der Segnung an die Anwesenden verteilt. Unweit vom Gasthaus befindet sich die schön restaurierte und geschmückte Kapelle, der Treffpunkt der Gläubigen zur Segnung. Eingeleitet von den Bläsern und begleitet vom Bäuerinnenchor nimmt der Pfarrer die Segnung der Kräuter vor. Dieser Brauch ist schon seit dem 9. Jahrhundert bekannt und ist in den letzten Jahrzehnten wieder mehr aufgelebt. Dabei werden am Hochfest Maria Himmelfahrt am 15. August in vielen Orten die Segnungen durchgeführt, so auch in Arnstein bei Voitsberg.
Und so bitten wir dich, segne diese Büschel an Heilkräutern und an Blumen, die wir heute hierher gebracht haben zu dieser Feier. Nach der Segnung treffen sich die Gläubigen wieder beim Gasthaus Breschern, wo sie zum kulinarischen Ausklang geladen sind und der Tag mit Musik und Gesang seinem Ende zuneigt. Er ist da und drum hab ich schon aufgetrieben, all meine Kerlen und Kerlen. Das Frühjahr ist da und drum hab ich schon aufgetrieben, all meine Kerlen und Kerlen. Und Blumen sind Wiesen und Feld, das Leben da herum auf der Olma, das hat mir im Tod unten gerade so gefällt. Das Leben da herum auf der Olma, das hat mir im Tod unten gerade so gefällt. Drum, Buhl, lass dich nicht so lang bitten, und klopf noch schön stark an meine Tür. Ich tue ja schon auf und ich freu mich auch gewiss, wenn du wiederum zurückkehrst bei mir. Ich tue ja schon auf und ich freu mich auch gewiss, wenn du wiederum zurückkehrst bei mir.